blöder Kack hier. So, Space Zone 1. Hier soll es irgendwie einen geheimen Ausgang geben. Da muss ich jetzt gerade selbst nochmal nachgucken. Was war das noch gleich? Ach so, am Checkpoint, genau. Da war was, genau. Da ist irgendwo in dem Level hier gab es einen Checkpoint. So in der Mitte quasi, wie das üblich ist. Naja, gut, die sind eigentlich immer eher relativ nah am Ziel, habe ich den Eindruck. Aber ja, ist egal, wo genau der Checkpoint ist. Wir werden ihn schon finden. Und hier habe ich sogar auf Anhieb verstanden, was sie mal sagen wollen, weil das ist die einzige Beschreibung, mit der ich wirklich was anfangen konnte. Und zwar soll man dann dort irgendwie sich nach oben arbeiten können mit ein paar versteckten Blöcken. Das klingt vernünftig. Es geht aufwärts. Ist das nicht schön? Mein Leben! Und hier ist keine Halbzeitglocke, okay. Ich muss schon ein bisschen darauf achten, wo ich hier rumfliege. Weil wenn mir irgendwo in die Halbzeitglocke geht, dann habe ich nichts gewonnen, ne? Dann muss ich das Level nochmal spielen. Oder irgendwie zurücklaufen und weiß der Geier. Yay! Dann fällt mir auf, ich habe irgendwie nur einen Pilz. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob ich irgendwo ein Power-Up finde. Ah, da ist die Glocke. Wunderbar. Und da ist auch meine Blume, die ich gerne hätte. Wunderbar. So, und dann kann ich jetzt hier aufwärts irgendwie. Da ist der Planet mit dem Ring. Dann soll dort der Block sein, oder was? Ah, hier, okay. Gut, meinetwegen. Ja, jetzt wäre es gut zu wissen... Ah, direkt über mir, sagt das doch. Genau, wäre gut zu wissen, wo die unsichtbaren Blöcke sind, ne? Ich glaube, den geheimen Ausgang hier hatte ich in meinem Leben noch nie. Und ich glaube, der wäre mit einer Flugfähigkeit wesentlich einfacher zu erreichen. Die Sprünge wirken sehr knapp. Wow. Faszinierend. Okay, ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier jemals einen geheimen Ausgang gefunden hätte, oder? Nee, das kommt mir alles sehr fremd vor. Wow, oh, verdammt, da ist ein Stern auf dem Mond eingeschlagen und der guckt jetzt böse. Der Mond ist nicht mehr so gut gelaunt, hm? Entschuldigung, war mein Fehler. Cool, das Level dürfte sogar für mich neu sein. Yay. Aber das ist doch schön, also so lohnt sich das, ne? Jetzt kriegen wir wenigstens hier noch ein paar geheime Level zu sehen. Ja, oh. Oh. Ach so, okay. Ich habe gedacht, das wäre jetzt mein Tod. Aber ich komme da nicht mehr raus. Das ist schlecht. Hallo, gibt's hier irgendwo einen Ausgang? Das ist sehr Bonus-Level-mäßig, ne? Überall gibt's Zeugs einzusammeln. Man sollte nur nicht runterfallen. Verlassen kann ich's nicht. Nee, weil ich's noch nie geschafft habe. Ich glaube, das Level gucken wir uns gleich nochmal an. Nicht, dass ich unbedingt die Leben bräuchte, aber wir wollen ja doch mal gesehen haben, was wir da jetzt verpasst haben, oder? Ja, ist ja gut, Mario. Kannst gerade... Nein, nicht da hoch, sondern die andere Seite hoch. Geh nach rechts. Geht nicht. Sag mir jetzt nicht, ich kann da nicht hingehen. Muss ich das hier eigentlich jedes Mal machen? Also, ich meine, um weiterzukommen, also um auf den Mond zu kommen, gab es da nicht auch einen anderen Weg? Das kommt mir alles sehr, sehr spanisch vor. Aber ich verstehe nicht, warum ich da jetzt nicht hinlaufen konnte. Oder geht das nur, wenn ich nochmal den geheimen Ausgang finde? Das wäre ja auch saudoof. Das machen wir nicht nochmal, also... Dann haben wir halt gelitten, ja. Gott. Warum ist das Level so lang? Gibt doch eh nichts, wo man sich hier fürchten muss, oder? Also, ja, fliegt man halt ein bisschen oben rum und gut. Yay! Feuer! Ich werde euch alle rösten. Haha, damit das nicht gerechnet, blöder Vogel. Wow. Ja, gucken wir schon mal weiter, wo es noch weitergeht. Tree Zone, da haben wir auch noch was. Gut, da brauchen wir Hasenohren für. Ist mir relativ egal, ich hole mir trotzdem Leben. Die kriege ich dort schon irgendwo, denke ich mal. Okay, ich hab's verstanden, wo ich hingehen soll, aber ja. Ich kann hier echt nicht nach rechts gehen, das gibt's nicht. Und wenn ich nach hoch gehe, gehe ich hier hin. Und wenn ich links drücke, passiert nichts. Das ist doof. Irgendwie sieht der Mond jetzt nicht mehr mal mehr böse aus, sondern irgendwie nur traurig. Hat er nicht vorhin noch so böse geguckt? Tut mir leid, Mond, ich wollte dir nicht wehtun. Und hier soll es übrigens auch eine Möglichkeit geben, irgendwie die komplette Weltkarte zu zeigen. Na? Irgendwie ja nicht. Also eigentlich sollte das, so wie ich es verstanden habe, rauszoomen, aber gut, dann halt nicht.
Egal, gehen wir in die Tree Zone. Ja, und da ist es Tree Zone Level 2. Also das hier. Ja, und das müsste uns direkt hoch zum Endgegner bringen oder so, wenn wir hier ein Dings finden. Genau, diese Schleimwelt. Ich wusste es. Ich hatte da sowas in Erinnerung. Das war ja eine von den ersten Welten, die wir überhaupt gespielt haben in dem Level, in dem Spiel. Und ich hatte wirklich was in Erinnerung, dass man hier irgendwo einen geheimen Ausgang finden konnte. Aber ich wusste natürlich nicht mehr wo. Ich meine, nach 100 Jahren, wer weiß sowas schon noch. Oder nach 20 Jahren, ja, meinetwegen. Warum sammle ich die Münzen ein? Kann mir auch keiner sagen, ne? Ich bräuchte etwas Flugdingsmäßiges. Aber ich weiß, wo ich was Flugdingsmäßiges kriege. Aha. Hoffentlich kann ich es dann auch behalten. Gut. Hier runter. Genau. Hier findet man nämlich auf jeden Fall ein Flug-Item. Die Frage ist nur, ob wir dann durch das Rohr wieder rausgehen können, wo wir jetzt reingekommen sind. Weil wenn wir hier wieder nicht drüber kommen und unsere Flugfähigkeit dabei verlieren, dann haben wir natürlich nichts gewonnen. Ah, das geht. Ist ja wunderbar. So, bin ich mal gespannt, ob die Gegner wieder da sind. Ach, hier kann ich auch einfach gedrückt halten. Oh, das ist ja irgendwie genial. Warum sagt mir das eigentlich keiner? Okay. Ja, was man alles lernt in dem Spiel, ne? Faszinierend. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwo in die Nähe vom Ziel komme und dann soll ich mich an irgendwelchem Schleim nach oben arbeiten. Also, das hier an dem Schleimzeug. Das fand ich eigentlich sowieso als Kind so mit das Coolste, in diesem Schleim hier rumzufliegen. Also, fliegen, schwimmen, was auch immer. Da unten gab es auch einen Weg, für durchzukommen. Ist die Frage, was es bringt und... Ja. Das dürfte der geheime Weg schon gewesen sein. Ja. Wir haben ja beim letzten Mal einen anderen Weg genommen. Wir sind ja unten lang gegangen durch diese Röhre, wo ich jetzt das Item geholt habe. Und deshalb hatten wir gar keine Gelegenheit, das hier zu finden. Warum ist hier das Loch? Das macht jetzt wirklich... Ja, egal. Ich sag's nicht. Ich sag in letzter Zeit andauernd bei jeder Gelegenheit, das macht keinen Sinn oder das macht Sinn oder überhaupt und sowieso. Mal abgesehen davon, dass das ein böser Anglizismus ist, wie Andy sagt, ja, es ist eigentlich sprachlich falsch. Weil bei uns ergibt etwas Sinn und macht keinen Sinn, während es im Englischen eben Sinn macht und bei uns Sinn ergibt. Ja, klar. Aber mal abgesehen davon, dass das mir relativ egal wäre, dass ich die ganze Zeit Sinn machen sage, stört es mich selbst, dass ich es so oft sage. Ja. Das sind so Sachen, die gewöhnt man sich einfach an. Das ist genauso wie dieses, ey, Alter, Alter, Alter. Ihr kennt das vielleicht, wenn Leute nichts anderes mehr sagen. Vor allem, das ist witzig, wenn sich dann zwei Mädels unterhalten und die sagen dann abwechselnd, ey, Alter, Alter, Alter. Das ist eigentlich echt sauwitzig, aber okay. Ja, aber sowas gewöhnt man sich halt an. Wieso hat mich das jetzt hierhin zurückgeführt? Müsste mich das nicht nach oben führen? Möp. Gibt's da vielleicht noch eine andere Alternative an Ausgang? Ich kann da nicht hingehen, ne? Ich kann da echt nicht hingehen. Okay, keine Ahnung, dann eben nicht. Ist ja auch egal. So, wir haben Space Level, wir haben Tree Zone, wir haben Macro Zone, wir haben Pumpkin Zone 2 und 3. Dann fehlt jetzt nur noch Turtle Zone, aber da sind wir noch gar nicht. Aber an der gehen wir jetzt mal vorbei, weil es der kürzere Weg ist. Wir wollten weitermachen mit der Mario Zone beim letzten Mal. Und wisst ihr was, ich glaube, ich gebe mal ein paar Münzen aus. Warum soll ich so viele Münzen horten für nix? Gehen wir erstmal ins Casino, genau. So, wie viel Münzen setzen wir? 999 wäre ein bisschen viel, setzen wir lieber 200. So, dann können wir um bis zu 5 Leben spielen. Ne, bis zu 20 Leben. Wow, 200 Münzen für ein Leben, das war ein schlechter Deal. Aber fast für 20 Leben gereicht, ne? So, machen wir das Ganze nochmal. Ja, dann halt nicht. Ja, streck noch die Zunge raus, blödes Vieh. Gut, wenigstens haben wir jetzt ein paar Münzen weg, auch wenn es sich nicht wirklich gelohnt hat. Aber dafür können wir jetzt wunderbar wieder Münzen sammeln, genau. Da ist die Turtle Zone und hier ist die Mario Zone. Da wollten wir eigentlich weitermachen, ne? Und da gehen wir jetzt rein. Hier gibt es auch irgendwo einen geilen Ausgang, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und eine coole Musik haben sie. Also irgendwie schon cool. Und Zahnräder, ja. Wir laufen hier auf Zahnrädern, die sich nicht bewegen, und dann gibt es noch Zahnräder, die sich bewegen. Ich finde die extrem stylisch von der Optik her. Also die kann man extrem gut erkennen. Stylisch ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann sie extrem gut als Zahnräder erkennen. Und hier kann man, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen laufen, oder? Von dem Zahnrad. Ja, genau. Wusste ich doch. Bei diesen... Also der untere hellgrüne Bereich, in dem können wir nicht laufen, aber in dem oberen Bereich können wir quasi auf verschiedenen Höhen laufen. Ich will eigentlich oben bleiben. Dankeschön. Ja, das hat sich ja gelohnt.
Ich sollte mir jetzt wieder angewöhnen, dass ich ein bisschen auf Münzen achte. Die können wir jetzt wieder mitnehmen, ne? So, die Glocke hier war auch mal cool angebracht. Ist gar nicht mal so kinderleicht. Ich meine, klar, es ist keine Kunst, da dran zu kommen, aber es ist die erste Glocke, glaube ich, für die man sich theoretisch umbringen könnte, um sie zu kriegen. Also, ja, gar, ne? Schrauben, okay. Jetzt wissen wir also, Mario hat eine Schraube locker. Ne, eigentlich nicht nur eine, sondern gleich mindestens mal drei, weil das waren schon drei Stück. Oh, und da haben wir ein cooles Ziffern. Und hier haben wir einen geheimen Raum, verdammt, wo man eine Feuerblume bräuchte. Wissen wir jetzt, bringt uns nichts, wir haben keine Feuerblume und wir kriegen hier auch keine. Yay. Ja, also das ist echt mal ein geiler Weg zur Zielflagge. Aber kein Problem mit dem alten, mit dem Power-Up hier. Also zum Schweben, zum langsamen Absinken ist das wirklich das beste Power-Up, glaube ich, das es jemals in Mario-Teil gegeben hat. Oh, verdammt, ich will der Seiten nicht. Gut, dass ich auch einfach rausrennen kann. Wobei ich dann jetzt das Level nochmal hätte machen können, ne? Ja, wäre was gewesen. So, mal abgesehen davon, dass Mario von scheinbar von Zahnrädern angetrieben wird und ein paar Schrauben lockert, sehen wir jetzt, er hat auch Bälle. Genau. Männlich macht das viel mehr Spaß, sowas zu sagen. Ja, hier ist Balls. A lot of Balls. Und da hätten wir eine Feuerblume. Wunderbar. Die hätten wir eben dem Level mal gebraucht. Mensch. So, hier gibt es bestimmt irgendwie einen Weg zu dem Leben. Irgendwie. Genau. Ja, dann brauchen wir die Feuerblume auch, um da dran zu kommen. Oder werden wir den Stern nehmen können? Ja, das macht's einfacher. Dann hätten wir dann noch ein zusätzliches Leben vielleicht sogar kassiert mit dem Stern. Wenn wir schnell genug gewesen wären. Ja, gut. Wieder was gelernt. Ich habe eigentlich keine Lust, hier auf die blöden Bälle zu warten. Jetzt habe ich zwar meine Feuerblume verschenkt, aber das ging jetzt doch zu langsam. Wow. Der Ball hat sich ja dermaßen in Zeitlupe fortbewegt. Jede Menge Münzen und jede Menge Schweine. Hier gibt's. Oh, hier gibt's verschiedene Items zusammen. Hier gibt's einen Pilz. Das wäre natürlich gut zu wissen, was es in den anderen gibt. Da flackert irgendwas. Das sind wohl ein Gegner. Das könnte eine Feuerblume sein. Das ist eine Möhre. Ich nehme mir mal eine Feuerblume. Gut. Das ist schön, dass man den Bildschirm verschieben kann, ne? Hat auch was für sich. Ja. Gezieltes Scrollen. Fast so gut wie eine ordentliche Kameraführung. Und ihr wisst ja, was ich von einer guten Kameraführung halte oder so. Gott, wenn ich da nur wieder an Mario Galaxy denke, das war ja echt eine Katastrophe. Kommt schon, bewegt euch ein bisschen schneller, ihr Kackbälle. Ah, Stachelbälle, wunderbar. Mario hat Bälle, ja, ja, wir wissen es, wir haben es verstanden. Das Witzige ist eigentlich, dass die Bälle direkt in seinem Schritt sind, aber okay. Dort gehören sie ja auch eigentlich hin. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich kann nicht mal abhauen. Ah doch, ich kann. Okay, ich kann.